Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal eben schnell hoch und gucken mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen Stein finden. Weil, wie gesagt, ich muss es einfach mal eben testen. Wobei, ich meine, Steine hatten wir drüben, glaube ich, genug. Und da hatte ich überall Kisten hingestellt, soweit ich weiß. Und, voilà, diese Warnmeldung von den Aliens geht mir so auf den Sack. Da müssen wir echt was machen nachher. Da, Stein. Aber da ist keine Kiste. Ach, hier ist eine Kiste dran. Okay. Scheint auch voll zu sein, Hust. Ich nehme mal so 150 mit, das sollte reichen, um das Ganze festzustellen. Der Zug fährt auch noch fleißig hin und her. Sehr nice. Das System da oben übrigens mit dem Aussortieren von dem Festbrennstoff ist noch nicht so nice, aber da müssen wir dann nachher nochmal bei. Mal gucken. Ach nee, das ist Kohle. So, da können wir parken. Und dann würde ich sagen, wir testen das Ganze mal aus. Ja, diese ganzen Erzförderer hier, sie sind eigentlich momentan ziemlich im Weg, muss ich ja gestehen. So, Kohle rein. Und jetzt gucken wir mal, auf welcher Seite vom Fließband das Zeug hier landet und ob das Ding überhaupt so sinnvoll ist, wie es da steht. Weil das wissen wir nicht. Ich mache trotzdem nochmal eben den hier hin, um einen guten Willen zu zeigen. Hat keinen Sinn. Warte mal, machen wir mal kurz Pause. Dann müssen wir das anders dahin stellen. Warte mal. Zack. Und so. Genau, nämlich so rum, damit wir halt, wie gesagt, beide Seiten vom Fließband nutzen und weiter geht's. Ja, genau, das ist schon eher so das, was ich mir vorgestellt habe. Sehr gut. Wie, mehr Stein war das nicht? Krass. Na gut, aber man muss auch schon sagen, dass unser... Alter, dass unser Sortiersystem schon einigermaßen schnell ist. Wir müssen bald echt dringend mal aufräumen. Also, bei den Aliens meine ich. Aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal noch die Kohleanlieferung fertig machen. Und das oder den kommt nämlich da längs. So. Das machen wir noch eben und dann machen wir ein bisschen Action. Ich brauche noch mehr davon. Eisen fehlt bestimmt, ne? Natürlich. So. Dann gehen wir bis hier. Und bis da. So. Und hier müssen wir nochmal unter durch. Ah, perfekt. Gerade rechtzeitig fertig geworden. Wir müssen natürlich auch noch mehr unter durch, sehe ich gerade. Ich brauche noch mehr Eisen. Wir haben ja zum Glück echt massenhaft Sachen da, ne? Das muss man ja echt mal sagen. Was fehlt uns als nächstes? Noch mehr Eisen. Die brauchen wirklich maßlos viel Eisen, die Dinger. So. Noch ein paar auf Reserve. Läuft. So, hier müssen wir unter durch. Genauso wie hier. Und hier wird es bald hässlich, weil wir müssen eigentlich bis hier unten durch. Das Problem ist, dass wir halt das ganze Ding hier mit provisorischen Erzförderern zugebaut haben. Aber der hier ist ja bald fertig, glaube ich. Und die hier... Ja, die brauchen noch ein bisschen, okay. Ja, schauen wir mal. Ich frage mich, ob wir überhaupt jemals so viel Erz verbrauchen werden. Huch, aber bei Factorio ist es immer so eine Sache, sag niemals nie. Es kann übrigens wahrscheinlich sein, dass wir diese ganze Sortieranlage nochmal umbauen müssen. Denn wir haben ja auch rausgefunden, dass Züge vorwärts und rückwärts fahren können. Wobei, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also wir werden wahrscheinlich das Ding, habe ich glaube ich im letzten Stream schon mal gesagt, dass wir das hier größer bauen, dass da mehr, also so ein kleiner Zwischenpuffer noch für die Rohstoffe entsteht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Außerdem fehlen uns noch Kohlearme, also das heißt, da ist noch so ein bisschen Nachholbedarf, ja. Gut, aber das Kohle-Ding lassen wir erstmal da. Die Steine sind vermutlich oben angekommen, ne, oder?
Ja, die liegen hier ganz entspannt rum. Passt. Gut, ich würde sagen, ich speichere mal eben. Und dann machen wir noch ein bisschen Party. Haben wir noch Munition oder so? 100 habe ich hier. Wo ist unser Auto eigentlich? Bestimmt hier links, ne? Wobei, warte mal, das machen wir nicht mit dem Auto. Ich habe doch noch Geschütztürme, oder nicht? Warte mal. Ich hatte doch vorhin welche abgerissen. Hä? Ach, die sind hier unten in der Leiste. Okay, alles klar. Stromleitung haben wir noch genug. Es fängt übrigens gerade wieder an zu regnen. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme. Also heute ist so ein richtiges Scheißwetter, ohne Witz. So, wir werden wieder unsere miese Taktik anwenden, indem wir einfach Strom hier rüberlegen und dann den Feind quasi damit in die Knie zwingen. Dazu nehmen wir natürlich diese guten Strommastgeschichten hier. Mit denen kommen wir recht weit. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Viecher uns wahrscheinlich schon entgegenkommen. Ich werde mir hier mal so einen Rückzugspunkt bauen. Da können sie uns nicht ans Leder dann. Hä? Ach da. Ach nee, warte mal. Den wollte ich nicht. Ich wollte nochmal so ein Ding haben. Sehen wir sie schon? Oh, da sind die ja schon. Krass. Dann hauen wir da noch so ein Ding hin. Und ja. Mach mal noch einen, bitte. Alter! Kein Wunder, dass ständig Angriffsmeldungen kommen. Oh, der ist kaputt. Alter, wie viele sind denn das? Junge. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Alter, wie viele das sind. Die haben auch gerade mal eiskalten Geschützturm von uns zerstört. Ich sollte eventuell... Habe ich noch Material da? Ja, habe ich noch. Mal eben so ein paar Reparatursets bauen, sonst haben wir bald ein Problem. Alter Verwalter, die haben sogar beide geschrottet. Ja, super. Oh. Wo kommen die denn alle her? Das kann doch bald nicht wahr sein. Alter Verwalter, da sind schon wieder so ein paar, ne? Heftig. Also die Typen... Die werden echt garstig momentan. Oh oh. Gut, das sind jetzt aber nicht mehr so viele. Wie gesagt, ich hoffe, man hört den Regen nicht so in der Aufnahme, weil das ist echt schon wieder so ein mieses Wetter hier. Okay, das scheint noch nicht zu reichen. Dann gehen wir noch einen Schritt nach vorne, kein Ding. Und rücken den mal so ein bisschen auf die Pelle. Ich meine, wir haben ja genug Türme. Und dann... wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Na gut, von mir aus. Auf jeden Fall haben wir die Sache hier schon mal geklärt. Gibt wieder ein paar Artefakte. Sehr cool. Wie viel haben wir da jetzt überhaupt? 87 schon. Cool. So, das Problem wäre gelöst. Und guten Abend, Slimejumper. Willkommen zum Stream. Ich denke immer, wir können den Kram wieder abreißen. Und das wird hier immer schlimmer wieder mit dem Wetter. Ich könnte kotzen, ey. Hm, die Bäume möchte ich nicht so halb stehen lassen, ehrlich gesagt. Die erlösen wir mal von ihrem Schicksal. Wäre ja fies sonst. Oh, huch, den wollte ich gar nicht anschießen. Naja, macht nichts. So. Den haben wir da schon mal aufgeräumt. Jetzt müssen wir mal gucken, auf der anderen Seite war, glaube ich, noch was. Und nach oben hin war, glaube ich, auch noch was. Alter. Das könnte zum Problem werden. Aber das muss weg. Das ist das Problem, weil sonst kriegen wir nie Ruhe. Und ich wollte auch mal wieder so zwischendrin so ein bisschen entspannt bauen, aber momentan ist es leider nicht möglich. Daher müssen wir da irgendwas machen. Hat sonst keinen Sinn. Die Frage ist, wo gehen wir da am besten längs? Ich tendiere ja dazu, dass wir vielleicht von hier unten anfangen. Aber ich speichere nochmal eben, bevor wir loslegen. Weil das ist immer ein gefährliches Spiel, sage ich jetzt mal. So.
Noch sehe ich nichts. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Aha. Ich sehe immer noch nichts. Ich höre halt nur diesen scheiß Regen. Verdammt nochmal. Wie viel Pech kann man denn bitte haben? Ah, da sind sie. Ich brauche einen Rückzugspunkt, falls sie gleich ankommen. Ich baue mal eben zwei Stück dahin. Und dann locken wir die Viecher mal eben hierher. Hallo. Hallo. Vielleicht kommen die erst, wenn man da was hinstellt. Oder wir machen den Rückzugspunkt hier hin. Das geht natürlich auch. Dann können wir die da oben nämlich wieder einpacken. Ist noch besser, glaube ich. Und guten Abend, P-Plus. Willkommen zum Stream. Wollt ihr denn mal? Oder wo? Ah. Sehr aufmerksam von euch. Ach, nur die beiden. Oh oh. Ja, ich glaube, jetzt läuft's. Gut. So. Nächster Strommast und nächster Turm. Hier sind doch bestimmt wieder irgendwelche Geschützwürmer, oder? Uh-oh. So, der kann das erstmal machen. Ich sammle mal die beiden hier oben wieder ein. Die kommen schon an die Base ran, ne, oder? Der kann auch weg. Oh. Nee, die kommen noch nicht ganz ran. Ich mach nochmal eben hier so einen Turm dahin. Genau, und die regeln das dann. Perfekt. Oh, das sind Geschützwürmer, oder? Nee, anscheinend nicht. So, haben wir die auch. Perfekt. Wir können auch rein theoretisch nach links weitergehen. Ich weiß, der Regen ist wahrscheinlich gerade übelst zu hören. Wenn ihr wüsstet, wie laut das hier drin ist im Zimmer, das ist unglaublich. Obwohl Open Broadcaster recht viel rausfiltert, aber nicht alles. Falls euch wundert, warum ich so wenig rede, ich bin die meiste Zeit gemutet, weil ich echt schon das Gefühl habe, dass ich hier versuche, gegen den Regen anzuschreien. Ah, da sind sie. Aber da sind Geschützwürmer dabei, okay. Martin sagt gerade, er hört keinen Regen, okay, cool. Also ich habe das Gefühl, dass ich hier gegen anschreien muss. Das wird risky hier. Mal so einen kleinen Sicherungsturm hier hinsetzen. Oh, die haben keinen Strom. Moment, dann setzen wir da so einen hin. Oh, hi. Vielleicht setzen wir doch erstmal noch einen hin. Au! Alter! Ich muss mir mal eben so eine kleine Schneise bauen hier. Huch. So, wie gesagt, so eine kleine Rückzugsschneise, weil ich kann hier im Wald irgendwie schlecht flüchten, habe ich gerade festgestellt. Und guten Abend, Steffi. Willkommen zum Stream. Oh, da kommen sie wieder. Ach so. Ich habe gerade die falsche Waffe ausgewählt gehabt. Naja. Ich mache hier vorne auch nochmal ein bisschen Platz. Dann haben wir so ein bisschen freie Sicht zumindest. Alter. So, ist ein bisschen Fummelkram hier, weil wir auf die Geschützwürmer...
nur aufpassen müssen. Huch. Irgendwas trifft uns hier auf jeden Fall immer. Aber naja, was soll's. Moment, dann stellen wir lieber noch einen zweiten dazu. Ach, die kommen gar nicht weiter, oder wie? Aber der. Warte mal. Wer ist schneller? Repariere ich schneller oder schießen die schneller? Das ist die Frage. Nein, wir gehen die Reparatur kürzer aus. Verdammt. Okay, warte mal. Machen wir es kurz und schmerzlos. Dann setzen wir da noch ein paar Türme hin. Das ist der eine über. Einer ist über. Ich werde bekloppt. Haben wir. So, das war's dann hier auch. Sehr schön. Ja. Als nächstes wäre dann im Prinzip der Bereich hier oben dran. Da tendiere ich ja dazu, das hier wegzuräumen plus diese beiden hier. Das wird nochmal eine arge Hausnummer, glaube ich. Aber mit dieser Geschützturm- und Strommasttechnik kommen wir, glaube ich, überall durch, weil die Lasertürme, die gehen so derbe ab. Da sollten wir uns eigentlich keine Sorgen drum machen. Ist halt nur hier und da so ein bisschen umständlich, das Ganze aufzubauen und wieder abzubauen, aber egal. Was wir auf jeden Fall gleich noch brauchen, sind ein paar Reparaturkits. Weil ansonsten, ja, haben wir bald nur noch kaputte Geschütztürme. Vielleicht haben wir dann auch so ein bisschen Ruhe erstmal vor den Viechern. Und können mal wieder vernünftig was bauen. So. Jo, haben's ja gleich geschafft. Cool. So. Check. Ach so, ich wollte da rein. Nee, können wir auch. Nee, ach komm. Ich gehe einfach hier rein. Passt. So, was brauchen wir dafür? Stahl? Nee, Eisen. Natürlich. Was auch sonst? Dann würde ich sagen, ich baue mir nochmal eben schnell ein paar Reparaturkits, damit wir da so ein bisschen gegen ankommen. Oh ja. Und aus dem Rest könnten wir eigentlich nochmal hier so ein paar bauen, genau. So. Hier könnten wir eigentlich beim Kraftwerk anfangen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Bevor wir das jedoch tun, möchte ich nochmal eben schnell den Geschützturm hier reparieren. Weil sonst ist blöd. Ui. Alter. Okay. Vielleicht... Nein, das nicht. Vielleicht bauen wir auch noch ein paar mehr. So. Ja, dann schnetzeln wir nochmal eben schnell die Viecher hier weg, da oben. Brennstofftechnisch sieht es hier auf jeden Fall sehr gut aus. Die anderen Kisten da unten scheinen alle voll zu sein. Yep. Sehr gut. Ich denke, es reicht, wenn wir hier ganz easy nach oben bauen. Wir müssen nur unseren vorderen Bereich ein bisschen... Achso, warte mal. Ein bisschen im Auge behalten. Dann nehmen wir doch den Mast hier. Oder den. Der ist auch gut. Ja. Das ist wieder Wald. Ich mag den Wald nicht so. Da sieht man die Viecher immer so schlecht. Verbindung hat er noch. Vielleicht müssten wir uns hier mal so einen kleinen Rückzugspunkt jetzt bauen. Einmal so. Und so. Es ist blöderweise dunkel. Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Guck mal, jetzt greifen sie da unten schon wieder an. Das. So, da ein kleiner Rückzugspunkt. Wir gehen weiter in diese Richtung. Machen dann erstmal die Base. Warte mal, ich sollte vielleicht mal eben speichern. Man weiß nie, was passiert. Die Viecher sind echt garstig geworden in letzter Zeit. Ach, da oben sind sie. Da sind wieder eine ganze Menge Geschützwürmer dabei. So. So.
So, hier sind ein paar Hilfstürme. Hier unten kommen sie gerade wieder, aber das sollten die Geschütztürme unten eigentlich packen. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Oh oh.